Trabrennverein einzigartig seit 1874, weil er seit diesem Zeitpunkt besteht. Graf Karlmann Hunyadi hat ihn damals gegründet und 4 Jahre später, 1878, wurde diese Rennbahn hier in der Creau errichtet, weil man damals eine eigene Rennbahn haben wollte. Ja, und seitdem gibt es den Wiener Trabrennverein und die Creau an dieser Stelle. Für mich toll ist einfach die Pferde in der Bewegung zu sehen, die Spannung, die es ab und zu gibt, wenn der Kommentator im Einlauf anfängt, sich zu überschlagen, weil es die Spannung einen kitzelt. Wetten tue ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr spannend ist, wenn man dann im Einlauf um eine Nasenlänge geschlagen oder gewinnt. Ich bin hier, weil mir das Trabfahren sehr gut gefällt. Ich komme her wegen der Unterhaltung mit meinen Freunden und das ist eines von meinen Hobbys. Ich gehe sehr gerne auf den Trabrennplatz mit Freunden am Sonntag, einfach um den Sonntagnachmittag nett in der Sonne zu verbringen. Und wir gehen ungefähr einmal im Monat wahrscheinlich hierher. Ja, Trabrennsport ist Sport für jedermann, würde ich sagen. Trabrennen sind an und für sich spannend, wie jedes Pferderennen auch, vor allem wenn man eine kleine Wette vielleicht versucht. Und bei den Wetten ist ja mit einem Euro Wetteinsatz ist man dabei. Das ist ja auch ein Einsatz, den sich jeder leisten kann. Unsere Aufgabe ist, Trabrennsport in Wien zu betreiben und diesen am Leben zu erhalten. Das tun wir derzeit hier in der Creau und wir wollen es auch in den nächsten Jahrzehnten tun und müssen das nachhaltig gestalten, so wie jedes Unternehmen seine Finanzierung sicherstellen muss, müssen wir das auch. Der Wiener Trabrennverein ist seit Jahrzehnten kein Förderungsnehmer, weder der Stadt Wien noch des Bundes. Das heißt, wir kriegen keinen einzigen Euro von der Stadt Wien oder vom Bund an Förderungen oder an Unterstützungen. Ich würde es sehr schade finden, wenn man dieses Plätzchen verliert, weil es doch für Wien eigentlich steht. Was man aber auch sagen muss, dass die Stallungen und Tribünen nicht mehr am aktuellsten Stand sind und vielleicht ein neuer Standort gar nicht so schlecht wäre. Klar ist das eine Tradition. Und jetzt bauen sie halt lauter Häuser, jetzt wollen sie da hinten die Stallungen vielleicht machen, vorne kommen auch noch Häuser hin. Ja, was soll das für eine Zukunft werden? Oder? Ich verstehe jeden persönlich sehr gut, der sagt, die Creau darf hier nie weggehen. Und es ist ja toll, dass jetzt sowohl die SPÖ wie auch die ÖVP einen Initiativantrag eingebracht hat auf Erhaltung der Creau. Wie gesagt, wir leben hier in einem denkmalgeschützten Umfeld mit sehr alten Gebäuden, mit sehr Gebäuden, die sehr viel Investitionsaufwand haben. Und das ist etwas, was der Wiener Trabrennverein in dieser Form in den nächsten Jahren nicht wird stemmen können. Wie gesagt, es gibt Verträge und bis jetzt weiß man nicht, wie lange das noch existiert, aber ich hoffe noch länger. Haben Sie heute schon gewettet? Ja, zweimal. Um 5 Euro. Einmal habe ich gewonnen und einmal verloren.